And again, again, and again. Servus. Das ist jetzt der, ich weiß nicht, fünfte, sechste, siebte Versuch, ein Spiel von Crystal Dynamics aufzunehmen. Das mit, konnte ich nicht mehr lesen. Auf jeden Fall Los Alamo, Mexiko, 1945. Egal. Wurscht. Ja. Ich habe einen neuen Computer. Der ist jetzt irgendwo in der Gegend von... Ich tue mal so, als wäre ich ein High-End-PC. Und drunter. Ja, deswegen könnte ich jetzt Nerim in schöner Qualität spielen, ohne Ruckler und alles. Da gibt's ein Problem. Windows 7. Ich hasse dich. Ja, du magst mein Nerim nicht. Das geht nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich habe schon in allen möglichen Verzeichnissen installiert. Funktioniert nicht. Immer wieder Crash, Crash, Crash. Wolfenstein kann ich auch nicht spielen. Da habe ich meine Safe Games nicht mehr. Und Condemned habe ich nicht mal mehr das Spiel. Yeah, ganz toll, ne? Ja, das war im Prinzip der Hauptgrund, weswegen ich... Wow, was war denn das jetzt? Nicht mehr aufgenommen habe. Der andere Grund, die Gründe, die gehören hier nicht her. Manche werden es wissen, aber egal. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir jetzt irgendwas... auf was ich gerade Lust habe, was schnell geht, was nicht so anspruchsvoll ist. Und da haben wir gedacht, ja, ich habe gehört, bald kommt ein neues Tomb Raider in 2-3 Jahren. Mit Open World Prinzip, was richtig cool wird. Meiner Meinung nach, wenn sie so hinkriegen, wie sie es ankündigen. Deswegen haben wir gedacht, spielen wir, und das sollten wir die Maus nicht haben. Sonst hagelt es bitte Kommentare von weiblichen Spielern, die sagen dann, sexistisch. Aber, es schaut sowieso keine zu. Egal. Ja. Spielen wir halt mal das und bereiten uns auf das neue Lara Croft vor. So, LP. Haha. Spiel starten. Hehe, Schwierigkeitsgrad, Mittel, manuelles Greifen. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, nein und nochmals nein. Ich weiß noch, wie ich so oft gefailt habe beim alten, wo man noch definitiv manuell greifen musste. Das war schon mal eine halbe Stunde Arbeit, bis ich die ersten paar Dinge da hochgekommen bin. Das war, glaube ich, ein Dreier am Anfang, wo man so runterfällt bei diesen Tigern. Was und so. Muss ein Mann tun, damit sie ihm solche Beachtung schenken? Ein Grizzlybär sein. Wenn Sie diese Art von Beachtung wollen lassen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Sag ich doch. Klingt verlockend. Aber ich möchte Ihnen nur jemanden vorstellen. Meine Darf Mutter. Ich vorstellen? Jacqueline Nadler, Präsidentin von Nadler Technologies. Könnte seine Mutter sein. Ist genauso. Guten Tag, Miss Croft. Meine Forschungsabteilung widmet sich seit einiger Zeit dem Studium antiker Artefakte. Na, das sind nicht doch mal Fingernägel. Und ich bin der Meinung, dass Sie genau die richtige Frau sind, um sie für mich aufzuspüren. Seht ihr diesen Pixelfehler am Hals? Für mich ist das Ganze ein Spiel. Cool. Genau deshalb wende ich mich an Sie, Miss Croft. Dieses Spiel haben oder Sie schon Oder ist das irgendwie eine Kette oder sowas? Ich weiß es oder nicht. Oder haben Sie nicht jahrelang nach dem Sion von Atlantis gesucht? Doch, habe ich. Was Ihnen damals fehlte, war und während die... Upsala. Sie haben Wilkabamba gefunden? Trinke ich das, was das Leben ermöglicht. Und damit meinte ich nicht Alkohol. Wilkabamba bleibt ein Rätsel. Und meine Entschlossenheit, trotz aller Misserfolge weiterzusuchen, drückt die Moral. Ich denke, dass Jenkins für den Aufruhr verantwortlich ist. Jenkins. Er will einfach nicht akzeptieren, dass Atlantis das Fundament aller uns bekannten... Ah, ein Gaucho. Es wird immer ein Amigo. Ein Hombre. Offenbar nur Lara vorurteilsfrei und aufgeschlossen genug ist... Tja, warum wohl? Sie ist deine Tochter, du Idiot. Mein Tagebuch. Tada! Hey, Signora! Oh. Dummer Idiot. Ich hier nichts kann ich dafür, Signora. Lo siento. Sag ich's doch. No traje bastante cuerda. Kein Problem. Ich komm da schon irgendwie rauf. Ja, sicher. Ich meine, wir sind ja Frauen, ne? Also, das ist eine Frau. Und Frauen müssen definitiv alles selber machen. Die haben es ja so schwer im Leben. Und wir springen mit Space und ducken uns damit und springen und so. Und ja, plump. So, da ich das Ganze hier schon mal gemacht habe, weil wie gesagt, dritte, vierte Aufnahme, ich mache jetzt nicht noch einmal diesen Fehler, den ich beim ersten Mal gemacht habe, der so lustig war. Ja,